Okay. Du Schmierlappen. Kaffeebohnen oder sowas. Aber nichts Gutes, oder? Sehr Nices. So. Jo. Hier war ja noch die Lehmquelle. Lehm brauchen wir aber jetzt nicht. Da ist ein Baum. Den brauchen wir. Ein bisschen Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich noch drin habe. Keine Ahnung. Habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Ja, weil wir müssen noch... Rahmen haben wir auf jeden Fall erstmal noch genug. Ich weiß nicht, ob ich von den Holzspitzen, was ich da noch am Start habe, wie viel. Ich glaube, ich habe die in der Kiste, weil mit habe ich die nicht. Oder eventuell muss ich sogar neue machen. Mal gucken gleich. So. Bonoterium. Zuletzt waren wir ein bisschen auf Achse und haben eigentlich nach einer schönen Wasserquelle gesucht, aber ehrlich, ich weiß nicht, die Karte hier scheint nicht gerade die beste zu sein, die wir jetzt bekommen haben. So. Haben wir das erstmal. Bisschen Holz. Wie viel Holz haben wir denn jetzt da? 900. Jo, wird erstmal ein bisschen reichen. Zum Repairen hier und so. Hallo. Repairste? So. Baut er die denn noch auf? Also wertet er die auf oder repariert er die? Das frage ich mich. Repariert er die nur oder sagt er, ja komm, ich setze da nochmal ordentlich was dran. Ne? Dim, da, dim, dim. Ah, die haben ja ganz schön schon was mit einstecken müssen jetzt hier. Ein Holz. Und das dauert, bis er gepört hat. Was zu reparieren geht, machen wir auch. Das werden wir auch reparieren. Ja, und natürlich wird der Nagelfahrt noch ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht nochmal so eine 4 Spuren mehr dran machen. Vielleicht bis da hinten zum Haus. Mal gucken. Way safe, safety first, ne? Safety first. So. Aufpassen, dass wir jetzt nicht selbst irgendwie in die Nagel reinstechen. Und dann auf einmal noch durchs Herz. Brauchen wir Medikit. Haben wir, glaube ich, ein paar Stück von zwar, aber muss ja nicht sein. So, ja, hier haben wir noch so ein straightes Loch. Ja, ich glaube, das war unser Aufgang. Den wir hier mal hatten. So, da ist unsere Spitzaxt. Machen wir das Ganze mal wieder hier ein bisschen gefährlicher. Aber nur a little bit. A little bit. Weil hier klebt überall mega, mega viel Blut dran. Ne? Mega, mega, mega viel Blut. Lecker. Ja, egal. Lila Laune Bär. So. Zum Glück haben wir uns da jetzt nicht das Ding da durch den Kopf gestochen.
Mensch, 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 Mensch. Immer diese scheiß Zombies, ey. Bam, 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 bam. Naja, so ist das. Ich weiß nicht, ich glaube, der wertet die sogar noch auf. Das können wir aber gleich mal ausprobieren, wenn wir mal so ein neues Ding da hinsetzen. Ob er die dann auch aufwertet. Ich weiß nicht. Es wäre natürlich sehr nice, wenn er das tun würde. Wo ist das? So. So. Hier erstmal den Aufgang nach oben. Ich jetzt mal eben gucken möchte, ob wir die schönen Nagelfallfahrt-Dinger noch hier haben oder ob wir komplett neu bauen müssen. Ich höre nur Airdrop. Anscheinend haben wir die alle weggeballert. Tatsächlich. Tatsächlich, das kann sein. Dass wir die alle weggeschmiert haben. Wo ist der Airdrop? Wow, der ist noch nicht mal weit, ne? Oh, geht. Ist schon ein Stückchen, aber... Komm, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. Oh. Brauchst sowieso noch ein bisschen Holz, um die Fahrtdinger zu machen, aber da sind zwei Airdrops sogar, und das könnte sich deswegen erst recht lohnen. Unterwegs haben wir diese Pfeile da. Können wir 200 fertig machen. Wir müssen straight geradeaus runter. Ich hoffe jetzt nicht, dass nicht noch irgendwie ein Bär auftaucht oder so. Habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf. Jetzt da so ein Bären auflauern. Federn ist auch gut. Ja, da ist noch ein bisschen Blut. Lecker. Für mich sah das jetzt nicht so weit aus. Ich hoffe, dass wir da jetzt auch gleich wieder so ein bisschen nah genug dran kommen, dass wir die Kisten sehen. Da waren wohl zwei Airdrops. Letztes Mal, glaube ich, auch abends abgesprungen und da sind wir dann nicht mehr hingegangen. Ja, weil da ist ja auch jetzt so nichts war, was ich unbedingt so gebraucht hätte oder was. So vielleicht wie für ein Motorrad irgendwelche Sachen, Baupläne oder was. Dass wir das vielleicht eventuell zusammen bekommen, damit wir schneller an andere Orte kommen. Sie ist total überhitzt. Ich gehe mal davon aus, das kommt vom Durst. Wasser, davon haben wir ja auch nicht mehr viel. Dün, 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 dün. So, das war doch hier in der Gegend Norden. So in dem Bereich. Ein Reh. Im Kopf. Ja, dafür haben wir ein bisschen... Da muss ich mal gucken, dass ich den Cursor runterstelle. Haben wir was dabei für... Messer? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Stinke ich jetzt zwar gleich wieder nach Fleisch und so. Aber... Das möchte ich jetzt bestimmt nicht liegen lassen. Das wird links schon mal wieder... was zu futtern. Wenn wir davon noch reichlich haben. Trinken wir. Episch. Wenn wir mal in dem Bereich jetzt vielleicht mal irgendwo eine
von mir aus eine kleine Wasserstelle finden, wo wir uns erstmal ein bisschen was abzweigen. An Saft. Damit wir da vielleicht auch wieder ein paar Tage von leben können. Aber es scheint auch jetzt nicht der Fall zu sein. Ich glaube, diese Airdrops haben uns jetzt in den Tod geführt oder was? Hier scheint gut was los zu sein an von Zombies her. Aber ich finde die Airdrops nicht. Ein Hühnchen. Das ist jetzt weg, weil man das auch schlecht sieht. So. Ja, aber trotzdem, also normalerweise, wenn man an den Airdrops dran ist, dann sieht man die auch wieder. Aber ich sehe gar nichts. Ach ja, und jetzt soll ja auch die Tage ein großes Update kommen von 7 Days. Da soll ein bisschen was passieren, neue Klamotten oder was. Ja, ich weiß jetzt nicht genau was. Habe ich mich jetzt auch noch nicht so extrem mit befasst. Ich habe es halt nur mal gehört jetzt, dass es jetzt die Tage ein großes Update geben wird. Für die PlayStation. Sobald ich weiß, auch nur für die PlayStation. Ob es irgendwann mal für den PC kommt, keine Ahnung. Also ich weiß, es soll definitiv das erste Ding für die PlayStation sein, das Update. Aber wir laufen hier in Kunt und Bunt, aber wir sind jetzt auch schon ziemlich weit weg von der Base. Das ist schon ein duftes Stückchen. Ja, nicht getroffen, super. Egal. Ja, hauen wir wieder ab. Das war ja super. Absoluter Reinfall. Absoluter Reinfall. Also die Airdrops haben wir nicht gefunden. Wahrscheinlich auch voll straight irgendwie vorbeigelaufen zu sein. Auf jeden Fall sehe ich sie hier nicht. War eigentlich nördliche Richtung. Aber anscheinend sind wir da irgendwie vorbeigepimmelt. Das war doch nördliche Richtung so, ne? Nicht Nordosten oder was, sondern Norden. Aber selbst hier auch in dem Osten, ne? Ich krieg's hier irgendwie auch nicht dann auf der Karte, also entweder sind wir da auch jetzt schon straight vorbeigetimmelt. Weil so weit war das jetzt, glaube ich, gar nicht so, weil wie wir jetzt gelaufen sind, war schon ein bisschen näher dran, ne? Ja, das ist. Ja, das ist 7 Days to Die. Das kann natürlich auch passieren, dass man einfach völlig dumm, benebelt hier rausmarschiert, meint, wir laufen jetzt einfach mal straight durch, holen uns die Kisten, die Airdrops und verpieseln uns wieder nach Hause. Ja, dann wäre erstmal voll straight dran vorbeigelaufen oder ist einfach irgendwie vercheckt. So. Dim, 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 dim. Können wir ein paar noch machen, oder? Mal erstmal wieder 300 Stück. Das wird hier reichen, gehe ich mal von aus. Ja. Aber Fleisch haben wir gefunden. Ist auch nicht gerade. Natürlich schon nice. Hier sind auch viele Tiere unterwegs. Also am Essen mangelt es hier überhaupt nicht. Hier in dem Spotbereich, wo wir uns befinden. Aber an Wasser. Das definitiv. Also wir haben hier
Entweder war ich so dumm, so unglaublich dumm und blind, dass man an den Dingern vorbeigetimmelt ist, aber. Ja, das glaube ich nämlich eher nicht. So, ja. Lehm haben wir ja auch viel. Man sieht es auch Kohle. Aber das ist nicht. Oh, da ist ein Airdrop. Da müsste der andere doch auch da sein, oder? Ja. Ehrlich, wir sind echt vorbeigejangelt. Aber auf dem At-Home-Weg kriegen wir sie noch drauf. Ich glaube, bei dem einen waren wir sogar. Aber ich hatte, glaube ich, volle Taschen. Und die Zombies waren ja unterwegs wie vorhin. So, Messbecher, aber wir haben jetzt hier keine Zeichnung oder irgendwas bekommen. Nichts Großartiges. Der andere Airdrop ist hier, aber da. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was ist das? AK-47 Schaft.